Eine Einbürgerung ist aber nur möglich, wenn die Antragsteller ihren Unterhalt selbst bestreiten und keine Sozialhilfe beziehen. Dennoch ist die Kritik von Union und AfD massiv. Die Bundesregierung sende die falschen Signale und verschleudere die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie müsste erst einmal danach schauen, dass sie die irreguläre Zuwanderung insbesondere nach Deutschland entsprechend steuert, ordnet und auch begrenzt. Und sie macht genau das Gegenteil. Der deutsche Pass darf doch allenfalls Abschluss sein gelungener Integration, wird jetzt aber früh vorab verscherbelt. Und der Doppelpass untergräbt eigentlich jede Identifikation mit Deutschland.